Ja, meine Freunde des Pokémon-Universums, ein recht herzliches Willkommen hier zu Pokémon Schild und Schwert-Memes. Sicherlich kann sich der ein oder andere noch daran entsinnen, als Schild und Schwert angekündigt worden ist, dass ich bereits ein ähnliches Video hierzu gemacht habe, habe aber meines Erachtens nach im Nachhinein einen ziemlich fatalen Fehler begangen. Ich habe die Memes erklärt und ich muss ganz ehrlich sagen, dass das bei der breiten Masse nicht sehr gut ankam und ich deswegen das heute vollkommen anders machen werde und die Memes einfach gar nicht erklären werde, was hoffentlich dann besser ankommt. Ich hoffe es zumindest. Übrigens, eine Sache habe ich dann doch noch vergessen zu sagen, und zwar, wenn das Meme auf Englisch sein sollte, werde ich es so gut es geht mit meinen Worten übersetzen, damit auch jüngere Zuschauer, die kein Englisch verstehen, die Pointe von dem Witz bekommen, weil ansonsten ist es ein bisschen schwachsinnig. Aber ich würde mal sagen, genug um den heißen Brei gelabert, jetzt geht's richtig los mit den Schild- und Schwert-Memes. Das erste Meme geht um Nessa und ja, zu ihr gibt es ungemein viele Memes und ja, sie ist ja die Arenaleiterin, die Wasser-Arena-Leiterin in Galar und hier auch bekannt als Kate. Also wenn man die Hintergrundgeschichte zu diesem Bild kennt, dann muss ich sagen, ist das halt eine echt kreative Art und Weise mit dem Thema umzugehen und somit ein mega gelungenes Bild. Weil es so gut ist gerade, bleiben wir doch bei Kate und ja, sie hat auch noch weitere Memes, wie gesagt. Hallo, hallo, bist du gekommen, um gegen mich zu kämpfen? Die neue Herausforderin, sie sieht so süß aus. Okay, und dann kommt irgendwelcher englischer Slang, den ich definitiv nicht übersetzen kann. Und dann kommt die Protagonistin einfach so mit einem Dynamax-Volley und will gegen sie kämpfen und Kate sagt einfach nur so, oh nein, sie ist Schottin. Und ich einfach nur so, what, was geht hier ab? Ich meine generell, Volley wird ja von so vielen übelst hart gefeiert und ja, ich finde das einfach nur krass, weil ich persönlich finde es einfach nur ein ganz normales Pokémon, was es letztlich auch ist. Ich meine, ich finde Volley einfach nur ein ganz normales Anfänger-Pokémon, wie Voltilam zum Beispiel und Don't Hate Me For That, aber es ist halt nun mal leider so. Wir wissen ja aber mittlerweile auch, dass es nicht nur Kate als Arena-Leiter gibt, sondern auch Yarrow und auch zu ihm gibt es natürlich tolle Memes. Und sagen wir es mal so, Yarrow hat einen ziemlich stählernen Körper. Also ich bin mir sicher, Frauenherzen lässt er sicherlich total höher schlagen. Aber um Gleichberechtigung hier im Video zu schaffen, nicht nur Frauenherzen, auch Männerherzen dürfen bei Yarrow sicherlich höher schlagen, wenn die ein oder andere Gegebenheit natürlich da ist. Also summa summarum würde ich sagen, das ist schon ein sehr gelungenes Meme. Kommen wir nun zu meinem Meme-Favoriten, ja, also meinem Lieblingsmeme, das so bisher zu Schwert und Schild erschienen ist, auch ein bisschen geschuldet der nationalen Pokédex-Debatte und da gibt es unzählige natürlich davon und meiner Meinung nach ist das hier eins der besten. Und an der Galar-Grenze kontrolliert das Pokémon Pandagro. Sorry Kumpel, aber du bist nicht im Galar-Dex, ich kann dich nicht reinlassen. Ah, ein Lucario. Ah, ein gutes Beispiel von einem Pokémon aus dem Galar-Dex, das stark ist. Ja, Lucario, das bin ich. Aber bevor du reingehst, noch ein kleiner Test. Test? Pandagro setzt Karateschlag ein. Sorax Illusion flog auf. Himmel, Arceus und Zwirn! Also, als ich das Meme das erste Mal gesehen habe, musste ich so hart lachen und ja, ich finde einfach die ganze Story und so weiter ist mega gelungen und ja, auch der Zeichenstil gefällt mir persönlich sehr. Deswegen Hut ab vor dem, der dieses Meme gemacht hat. Wie gesagt, alle sind in der Beschreibung verlinkt. Alle feiern ja fast das Schwert-Legi so hart. Ich persönlich bin ja im anderen Lager und ich habe ja jetzt hierzu mal was Tolles gefunden. Also hier will ich gar nicht mal so sehr auf die Pointe eingehen, sondern welche Schwerter ich erkannt habe. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, welche ihr so gefunden habt. Also ich habe tatsächlich nur drei Schwerter erkannt. Ich kenne mich mit Schwertern leider nicht so aus. Also ich habe einmal die Lichtschwerter, ist klar, von Yu-Gi-Oh! Dann habe ich das Master-Schwert erkannt und natürlich als guter alter Minecraft-Spieler kennt man ja auch das Dia-Schwert von Minecraft. So, und die anderen Schwerter schreibt ihr mir jetzt alle in die Kommentare, denn davon habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Und ja, ich bin gespannt, welche Schwerter das sind. Vielleicht kenne ich ja doch das eine oder andere Schwert.
So, gerade wo ich das Video aufnehme, es ist mega heiß draußen und der Deutschlandrekord für die Temperaturen soll gebrochen werden und ich habe was sehr Passendes dazu gefunden. Also Guys, vergisst nicht viel zu trinken, ja, das ist ganz wichtig, weil sonst dehydriert ihr und dann kommt ihr schnell zum Kreislaufkollaps und dergleichen und das muss nicht sein, deswegen ausreichend und genug Wasser auf jeden Fall trinken. Also ich muss sagen, das Meme finde ich jetzt persönlich nicht so überragend, aber es ist okay. Ja, ich habe ein bisschen geschmunzelt drüber, aber es war jetzt nicht so der Bringer, ja, und deswegen ist es okay. Ich meine, auch zu der Pokédex-Thematik, zu Bring Back National Dex gibt es ungemein viele, wie gesagt. Ich habe noch vielleicht das gefunden, was euch vielleicht persönlich besser gefällt. Also ich weiß nicht, gerade bei solchen Memes denke ich mir dann immer, muss ich die dann wirklich ins Video bringen, beziehungsweise finde ich die persönlich wirklich so gut? Ich meine, auch mit den zwei Sätzen habe ich erkannt, um welches Spin-off es hier im Wesentlichen geht, aber trotzdem fand ich es jetzt persönlich nicht so, als könnte ich jetzt darüber lachen. Es ist wie mit Geschmäckern, ja, nicht jeder hat den gleichen Geschmack, nicht jeder mag das gleiche Essen und beim Humor ist es so ähnlich, ja, man hat nicht den gleichen Humor und vielleicht lacht zwar ich nicht drüber, aber du im Video, der sich das gerade ansieht, der hat sich darüber köstlichst amüsiert. Aber auch hier gefällt mir der Artstyle persönlich sehr und ja, das ist auch etwas, was sehr wichtig ist bei Memes, wie sie halt gezeichnet sind, beziehungsweise wie sie präsentiert werden, denn sonst werden sie entweder nicht bekannt oder nicht populär. Und das ist für Memes halt der sichere Tod. Also zu dieser ganzen National-Dex-Debatte gab es ungemein viele Memes, wie gesagt. Und da ist auch noch eins, wo tatsächlich auch so der Game Freak-Kopf mitspielt. Und es wird dann gefragt, Game Freak? Ja. Würdest du mir erklären, wieso Hoplo wieder ein anderer Feuerkampfstarter ist? Hm? Was meinst du mit anderer Feuerkampfstarter? Und das letzte Bild ist einfach so traurig, aber es ist auch so lächerlich witzig. Also ich find's persönlich genial. Ich muss so lachen und ich muss es immer noch. Ihr merkt, ich mag schwarzen Humor, ne? Also alles was schwarzen Humor geht, da bin ich Fan von. Und gerade sowas ist mega genial, meiner Meinung nach. Es gibt aber nicht nur Memes rund um die Geschichte mit Bring Back the National Dex, sondern es gibt auch viele Memes rund um das Thema mit Dynamaxing und da hat sich ein Pokémon besonders hervorgetan. Also im Tweet steht noch Folgendes drin, bitte kein Dynamax bei Wylord benutzen mit folgendem Bild. Ich weiß, mittlerweile ist das Meme ziemlich bekannt und ja, aber trotzdem ist es noch sehr schön anzusehen, oder nicht? Aber beim Dynamaxing gibt es halt nicht nur ziemlich lange Pokémon, sondern auch ziemlich hohe Pokémon. Vielleicht kommt euch da ja Alola Kokowai in den Sinn. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich fand schon Alola Kokowai schon so ein bisschen ein Running Gag, also so ein Gag allgemein in Sonne und Mond schon, aber das ist hier way on the top. Also, darf ich euch vorstellen, das ist die eine Hälfte von Alola Kokowai. Und darf ich euch vorstellen, das ist die andere Hälfte von Alola Kokowai. Und egal wie man es dreht oder wie man es wendet, es wird nicht besser. Also ja, es sieht einfach nur ziemlich lächerlich aus. Ich muss hier an der Stelle auch mal anmerken, es ist nicht wirklich gut, dass ein Pokémon irgendwie ins Lächerliche gezogen wird. Ich meine, das normale Kokowai war auch schon nice. Also ich verstehe nicht, warum man da noch eine Alola-Form machen musste. Aber das nur mal so am Rande. So, und zu guter Letzt hier noch ein Meme von, ja, SpongeBob mit Schwert und Schild. Ich muss sagen, ich habe als kleines Kind irgendwie fast nie SpongeBob geguckt, weil er mir tierisch auf die Nerven gegangen ist und ich bereue es auch, um ehrlich zu sein, hinterher nicht wirklich. Übrigens müsste man den Joke nicht unbedingt mal mit Schwert und Schild machen, sondern könnte eigentlich jede beliebige Edition hier einsetzen, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Wie immer ist natürlich auch eure Meinung gefragt, deswegen haut vielleicht eure Memes mal in den Kommentaren raus, welche ihr persönlich gut findet und warum. Links muss ich übrigens genehmigen, also nicht wundern, wenn der Kommentar nicht direkt erscheint. So, das waren ja einige Memes, die ich euch vorgestellt habe. Ich hoffe, das Video hat so an und für sich euch gefallen. Wenn ja, liken, hypen hier an der Stelle natürlich nicht vergessen. Es war mal wieder etwas anderes als sonst.
Um keine weiteren Videos rund um Pokémon und natürlich auch rund um Schild und Schwert zu verpassen, könnt ihr mich hier an der Stelle natürlich gerne abonnieren. Dann verpasst ihr hier an der Stelle natürlich nichts und nicht vergessen, das Glöckchen auch zu aktivieren. So, meine Freunde des Pokémon-Universums, jetzt bin ich aber auch erstmal wieder weg und sage bis denne, Servus und Ciao.